Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wir machen uns gleich wieder auf den Weg zurück zu Halfdan, nachdem wir in der letzten Folge erst zurückgekommen sind. Und Faravid quasi verabschiedet haben. Der streunert jetzt irgendwie so durch die Lande, nachdem er verstoßen wurde. Hey. Aber ich weiß gar nicht, was war die Quest? Wir sollen zu Halfdan zurück, irgendwas, weil... wo ist die Quest? Ach hier, triff Halfdan bei der königlichen Halle. Das da, verlorener Ruhm. Genau. Die nehmen wir auf jeden Fall erstmal an. Ah, die ist ja wieder irgendwo hier oben. Da können wir wenigstens per Schnellreise hin. Aber hier ist irgendwas. Ist das nur ein neuer Brief, der mir angezeigt wird? Oder? Eine Nachricht für mich. Heißt das, da ist irgendwas ganz Dolles? Haitams Brief. Brief von Haitam. Eivor, ich habe einen weiteren Brief dieses armen Mitstreiters Christi erhalten. Es könnte sein, dass er neue Ziele enttarnt hat. Suche mich in meinem Heim auf, wenn du die Zeit findest. Haitam. Ich sollte mit Haitam die nächsten Ziele besprechen. Ja, machen wir auch. Was haben wir hier noch? Birstans Brief. Birstan war... Wer war Birstan? Grüße, Eivor. Ich schicke dir ein kleines Geschenk. Sicher wird dir dieser Bogen gefallen. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Du halfst mir dabei, meinen Weg und die Verbindung zu Alfida wiederzufinden. Das werde ich dir nie vergessen. Danke, Eivor. Birstan. Ja, jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Alles klar. Nimm Birstans Geschenk entgegen. Schickes Ding. Elanbogen. Den gucken wir uns gleich mal an. Sobald wir hier zum Beispiel Erkes Brief. An Eivor vom Rabenclan. Die Gräfen Stowe und Erke erbitten herzlich seine Anwesenheit bei der Enthüllung von Neulunden. Deine Anwesenheit ist nicht notwendig, wäre aber nach allem, was du für unsere schöne Stadt getan hast, höchst willkommen. In Liebe und Freundschaft, die Gräfen Stowe und Erke. Darunter in kleiner Schrift, Hey Broga, Erke. Jo, Alter. Und was hatten wir jetzt hier noch? Achas. Ah, da ist auch schon wieder, wer das ist. Grüße, Eivor Wolfsmar von Hrefnator. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Hunwald und Swanhild hintergangen zu haben. Die Aldermannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten. So unauffällig sie doch waren, sie machten es möglich, dass Hirrefried das Blut guter Gelbbäuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich verspüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber. Was du so ungerechterweise ertragen musstest, wahrscheinlich. All meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Ache im Glauben. Ja, nee, okay. Ja, das, ne, Schlussraub zu Gewinnkäste, sprich mit Haitam. Oh. Okay, empfohlene Stärke 250. Ja, nice. Okay, dann machen wir erstmal hier oben das mit Halfdan. Reisen wir mal per Schnellreise hier hin und dann wieder durch die Stadt. Jut, da wären wir wieder bei der königlichen Halle. Mensch, als wäre ich nie weg gewesen. Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt. Tja, man weiß es nicht. Triff Halfdan bei der königlichen Halle. So, wo ist er denn wohl? Vielleicht weiß Moira, wo Halfdan jetzt ist. Gucken wir mal. Beziehungsweise hören wir uns das mal an. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymbre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Pichiringas Felder mit seinem geliebten Biontorn. Ich finde ihn.
Danke, Moira. Pichiringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Pichiringa, das ist ja ein Name, ey. Dass er möglicherweise ein Pichiringa ist. Osten irgendwo. Ist das? Ah ja. Oh, mal wieder am Arsch der Heide auf gut Deutsch. Aber gut, ne? Was willst du machen? Es hilft ja nichts. Das heißt, erstmal wieder eine schöne Reise mit Pferd. Okay, jetzt scheinen wir hier im Gebiet zu sein, wo Halfdan sein soll. Da oben habe ich eben Häuschen gesehen. Ergo, steigen wir mal kurz ab, klettern hier hoch. Oh, ja, nicht nur ein Häuschen, ups. Das da könnte... Hä? Was ist das da? Okay, Moment, da müssen wir hin, aber ich will jetzt erstmal gucken, was hier so geleuchtet hat. Was ist das? Ach, ein Sportstreit. Ja, okay, den mache ich offline. Hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt. Also Sportstreit, das ist auch das, wo ich auf gut Deutsch cheate, sprich im Internet nachgucke, was ich wie antworten muss. Weil das ist mir so egal. Moment. Irgendwo hier, okay. Da im Haus hätte ich jetzt gesagt. Okay, oder vorm Haus. Kein Ruhm, keine Hoffnung. Nichts als Schnee, still wie eine Leiche in ihrem Grab. Mhm. Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jofurvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Männer gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar. Starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Ober wusste es. Hatte er es dir nicht? Lass mich. Nein. Ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist damit weggerannt und mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer. Und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Na gut, dann suchen wir mal seinen Hammer. Der Achtel, wo ist der denn? Ja, ist klar. Als ob sein Fifi mit dem, keine Ahnung, wie viel Kilo schweren Hammer so weit weggelaufen ist. Wer soll denn Ditte glauben? Was bist du? Achso, dich kann ich anheuern. Ja, nee. Na gut. Dann folgen wir mal dem lieben Wuffi. Okay, irgendwo hier. Ach, als ob der da unten ist. Okay, und wieder runter. Dumm, die dumm. Komm, runter, Eivor. So ist brav. Da ist Beonton und bewacht den Hammer. Wo? Oh nein. Mann. Wo ist das Vieh? War hier noch einer? Nee, okay. Halfdan braucht seinen Hammer. Gut. Kommst du mit? Oder wie ist das? Wo ist das? Ein Kilometer. What? Ja, geil. Na gut. Dann rufen wir mal unser treues Pferdchen. Ja, und dann ab dafür. Ah ja, das da dürfte es wohl sein, ne? Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Alter, hier ist aber auch überall Erz. Das ist ja... Was war denn das? Moment doch mal. So, und das nehmen wir auch noch mit, sobald Eivor es zerschlagen kann. Schwuppdiwupp. So.
So, wo ist er denn, der Schlingel? Pfeile, Chapeau, nehmen wir. Moment, hier kann ich rein. Keine Ahnung, ob es hier was gibt. Okay, anscheinend. Ruhe mit, wahrscheinlich ein bisschen Eisenerz, Leder, nehmen wir. So, Moment. Wieder hoch. Moment, hier. Hier durch, da. Der Leuchtturm. Halfdan erwartet mich. Das fällt dir jetzt erst auf, Eivor? Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen. In einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Mit der Hand auf seiner Axt wartete er auf die Schildmeiden der Gefallenen. Nun trinkt er an der Seite unseres Vaters und erwartet den Krieg am Ende aller Tage. Jonton, mein Guter. Komm her, Junge. Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen. Okay. Ist das da oben? Yes. Okay, da fliege ich doch gerne drauf. Oh, vor allem, da ist auch irgendwas Gelbes. Da ist der Aussichtspunkt. Kein Opal, nix. Schade. Ach, wisst ihr was? Klettern wir mal die Leiter hoch. Wenn es hier schon eine gibt, ne? Dann sollten wir sie auch nutzen. Okay, und darüber. So, oh Gott, gut. Oh, halt, falsche Seite. So ist brav. Wo ist denn hier eigentlich das gelbe Zeug da oben? Na gut, ab hier muss ich eh klettern, sagst du. Na toll. Und jetzt so ist. Eivor, hoch. Hallo? Zack. Und weiter. So, Moment hier. Ah, da ist die Truhe. So, wahrscheinlich wieder Eisenerz und Leder. Oh, und Stoff. Immerhin. Ach so. Lass mich raten. Muss ich so entzünden. Oh Gott. Ich und werfen in Valhalla. Es ist so, okay. Klappt. Wenigstens etwas. Nice. Und wieder eine Quest fertig. So, dann auf jeden Fall noch den Aussichtspunkt. Oh, ist auch eine schöne Aussicht eigentlich, ey. Oh ja. Hat was.
Jetzt da mit der Stadt und der, was ist das, Kirche? Leuchtturm ist es ja nicht wahrscheinlich, ne? Dass da... ja. Da ist der Heuhaufen. Der Strohhaufen. Danke dir. Du wirst in meinen Hallen immer willkommen sein. Also das Mindeste. Na, ihn kann ich nicht streicheln, okay. Da unten wäre theoretisch noch so ein Weltereignis. Aber will ich das? Boah, hier sind noch so viele Spottstreits. Aber wie gesagt, die will ich eigentlich offline machen. Und Nebenquests ohne Ende. Okay, erstmal zurück nach Hrefnatorp und zu Randvi. Mal gucken, was sie jetzt für uns hat. Oder ob sie was für uns hat. So, da wären wir wieder in Hrefnatorp. Und, wo ich hier gerade vorbeilaufe, Heitam hat ja auch noch was für uns gehabt. So, mal gucken. Ah, hier ist etwas für dich. Vor einigen Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Ich würde ihn nicht erkennen. Aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Städten. In dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Nun denn, ich werde mit Randvi sprechen. Mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Tja, okay. Ohrensiegel haben wir nicht, Kodexseiten haben wir nicht, ergo weg. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja. Ein neues Territorium ist verfügbar. Okay. Sehr schön. Ja, na ja, Klein. So, alles klar. Ab zu Randvi. Na, mein Junge? Sprich mit Randvi über Winchester. Machen wir doch glatt, würde ich sagen. Ja, finde ich auch immer. Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, wer ist denn hier Winchester? Winchester. Empfohlene Stärke 250. 220. 250. Ah, das hier könnten wir noch, ne? 220. Ist jetzt zwar ein bisschen, aber... Na komm, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Was geht in Gloucester hier vor sich? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Gunnar aus seiner Schmiede verschwunden ist. Er reiste nach Gloucester hier, um eine Frau zu suchen. Eine Frau? Er ist verliebt. Wann ist das denn passiert? Wann passiert das unserem treuen, liebestollen Schmied nicht? Aber es hat etwas Gutes. Er bittet dich, zu ihm zu stoßen. Um ihm bei seiner Suche zu helfen? Sorg dafür, dass er sich nicht zu peinlich aufführt. Ich glaube, er denkt, deine Anwesenheit stärkt sein Ansehen. In Ordnung. Ich spiele Gunnars Hüterin. Wenn auch nur, damit er in einem Stück zurückkehrt. Sehr großzügig von dir. Na dann, auf nach Gloucester. Dort findest du ihn. Ja. Okay. Sprich im Westen von Gloucester mit Gunnar, hä? Nahe Quest. Sprich mit Randvi über Winchester. Ja, aber hä? Moment. Ja, zeig mir die Bündniskarte, okay. Na, ich mache jetzt erstmal. Erstmal mache ich die Quest jetzt, so. Weiter im Text. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Sprich im Westen von Gloucester mit Gunnar. Ja, gut. Das heißt, irgendwo hier. Gut, dann erstmal per Schnellreise hierhin. Dann hole ich mir den Aussichtspunkt auf jeden Fall. Und dann, ja, dann sehen wir mal weiter. Gut, endlich bin ich in Gloucester. Meine Fresse, war das ein Ritt, ey. Hier ist auf jeden Fall noch ein Aussichtspunkt, also Synchronisationspunkt. Ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Den werde ich mir erstmal holen. Und dann mache ich mich nochmal auf die Suche nach Gunther.
Alter Vater, ey, das hat jetzt gedauert. Also für euch war es ja nur ein Schnitt. Ich glaube in-game, oder was heißt in-game? Also insgesamt war ich gerade eine Viertelstunde erstmal unterwegs. Aber hey, was tut man nicht alles? Ah, mit den Hügeln rumherum auch schöne Landschaft, finde ich. Erinnert mich ein bisschen an mein, bei mir zu Hause. Alter, schweres Deutsch. An mich bei mir zu Hause. Ey, meine Fresse. Ne, an die Umgebung hier bei mir zu Hause. So. Okay, dann gucken wir mal an der Vereinigung der Flüsse Bla im westlichen Teil der Stadt. Also Athena, Timaeus, also irgendwo hier. Oh, guten Tag auch. Ach, jetzt muss ich auch noch in die Richtung. Echt jetzt? Na, Wesen sind die mir nicht feindlich gesund. Das ist ja schon mal etwas. Da bin ich grundsätzlich erstmal beruhigt. Zumindest noch. Aber ich fürchte, ich muss zwischendurch mal irgendwie so 2 Stunden leveln quasi einschieben hier. Also langsam jetzt hier in dem Gebiet mit Stärke eigentlich 220. Die nächsten mit 250. Ah, da. Da muss ich hin. Okay, Moment. Nee, halt. Doch. Alle Markierungen entfernen. Da. So ging das. Also, wie gesagt, das Gebiet hier ist ja eigentlich für Stärke 220 ausgelegt. Ich bin jetzt bei, was hatten wir vorhin? 199, glaube ich. Also, ich hoffe, es reicht. Trotzdem. So, schönen guten Abend. Die anderen Gebiete für 250. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das Maximum ist. Was siehst du, alte Freundin? Im Zweifel da in der Hütte. Da bist du ja, Gunnar. Na. Mit einem Lächeln, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Der schwere Nöter. Eivor, wusste ich doch, dass ich dich gerochen habe. Gunnar, du warst so schnell von zu Hause weg. Ich dachte, eine Valkyria hätte dich entführt. So war es auch. Diese Valkyria hier. Brigitte, Quell meines Herzens. Das ist Eivor. Nur eine besondere Frau könnte unseren Gunnar bändigen. Waren die da? Mit Maisie Greeley. Auch schön, dich kennenzulernen. Wie hast du hier mitten im Nirgendwo eine Frau gefunden? Sie kam durch die Siedlung und verkaufte Runen. Sie strahlte heller als jeder ihrer Steine. Sie bot mir einen Handel an, eine Rune für eine Brosche, die ich gerade machte. Ein guter Tausch für mich. Aber sie liebt dieses kleine hässliche Ding. Hast du Familie, Brigitte? Nach Mama Dad kalle der Vengille den Anon. Können help Druze me. Briggs Mama und Papa waren die letzte Hohepriesterin und der Aldermann. Sie sind nicht mehr hier, aber der jetzige Aldermann sorgt für sie. Ich würde diesen Aldermann gern treffen, wenn eure Familien jetzt vereint werden. Eine Verbindung geschmiedet in Liebe. Komm, suchen wir ihn. Und gib mir nicht die Schuld, wenn er ein, zwei Sachen über dich gehört hat. Kommst du mit, Brig? Dem Jolch. Ich tue Bags, aber ich sehe, Gumpas Gille. Das Evergal Klies Laun. Gut. Dann verschwenden wir mal keine Zeit. Was labert die, Olle? Der Aldermann hat also vielleicht ein, zwei Geschichten über mich gehört? Nicht nur von mir. Dein Name wird noch über Jahre auf den Lippen jedes Alten sein. Na. Und umherstreifende Wikinger beunruhigen die Mercer hier nicht? Sie kommen von überall her, um Samhain zu feiern. Die meisten sind zu sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auf uns zu achten. Samhain? Dafür sind diese geschnitzten Wurzeln? Für diesen Brauch? Genau. Lichter mit Gesichtern, um böse Geister abzuwehren und die Kinder heimzuführen. Sie sehen zum Fürchten aus. Lass uns ein paar davon mitnehmen. Okay. Ja, gut. So, Gunnar, wie weit? Ah, sind wir quasi da? Sehr schön. Ich wollte gerade fragen, wie weit es noch ist. Da vorne, wo alle rumeiern, oder was? Da ist der Aldermann. Kanon,
Ein guter Anführer, der sich um die Sorgen seiner Leute kümmert. Gehen wir zu ihm, wenn er fertig ist. Gut. Dann stelle ich dich erstmal Tudor vor. Die Hände kalt und feucht wie ein toter Barsch, aber das Herz am rechten Fleck. Er wird Kennons Nachfolger als alter Mann. Tudor, das ist Eivor, meine Clanführerin. Ah, ja. So wie Gunnar von dir sprach, erwartete mich ich... Mich auf einem geflügelten Pferd, dass ich Kranke und Blinde heile? Seine Schmeicheleien sind so stumpf wie sein Hammer. Ah, mehr Heiden, die sich an unseren Tisch drängen. Wundervoll. Was führt dich her? Das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu geradlinig. Entweder das oder das. So. Aber sagen wir mal die Hochzeit. Ich bin hier, um die Hochzeit meines Freundes voranzubringen und mein Gewicht in Ale zu trinken. Wenn ich ein paar Freunde finde, umso besser. Was hat die Freundschaft der Dänen dem christlichen Mercier gebracht? Könige von Gottes Gnaden durch Handpuppen ersetzt. Ich bin als Freundin Gunnars hier und mache mir nicht gern Feinde beim Brotbrechen. Also halte deine Zunge im Zaum, Junge. Äpfel! Eivor, warte, bis du den Apfelwein probiert hast. Den magst du doch, oder? Tudor, Apfelwein? Ah, du musst Eivor sein. Tudor, ich sehe, du hast unseren Ehrengast schon begrüßt. Du kommst gerade rechtzeitig für mein letztes Samhain. Auf deinen Wunsch heißen wir alle Heiden willkommen, die nach Gottes Gloucester kommen. Tudor, als dein Erntekönig verlange ich, dass du dir die Rübe aus dem Arsch ziehst und fröhlich bist. Du bist also hier, um die Familie zu treffen, bevor er meine Brigitte fortbringt, um die Braut eines Schmieds zu werden? Wir fühlen uns geehrt, dass sie Teil des Rabenclans wird. Doch das Grün hier können wir kaum überbieten. In dieser nebligen Jahreszeit muss ich mein Mädchen und mein Land fortgeben. Doch Gunnar ist ein guter Mann und er spricht ständig von dir. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich muss mich noch um etwas kümmern. Ach ja, der Schrein. Bei so vielen Dieben und Bestien hier läuft man glatt Gefahr, im Dienste Gottes umzukommen. Kennon, ich brauche keine Heidin zum Schutz. Oh, er wird in den besten Jahren niedergestreckt, ohne eine Erinnerung an warme Schenkel oder Apfelwein, um sich im Jenseits daran zu erfreuen. Bei meiner Ehre, dann werde ich nicht ruhen, bis er wohlbehalten zurück ist. Einverstanden, Tudor? Dann bin ich wohl überstimmt. Nur was will eine Dänin bei der Preisung des heiligen Kühnechelm? Gott wird weinen. Meine Geliebte, ruft Eivor. Falls du dich anschließen willst, wir gehen nachher noch zu einem Mummenspiel. Geht, möget ihr eine eiserne Freundschaft schmieden, aber gebt auf Feen, Sumpfwesen und Böses Acht. Ich muss einem Gelübde beiwohnen, einen Lehrling einführen und ein Schwein schlachten. Sollen wir? Okay, die Geschichte von Weidenmann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das hier wird. Samhain. Kennon gesteht diesen Heiden zu viel zu. Das schaffe ich als erstes ab, wenn ich Aldermann bin. Feuer und Zauberei. Geister in der Luft. Gloucester Shire hat sich von Gottes Licht entfernt. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern. Vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten nicht. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Ist Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen? Oder ist dieser kühne Helm dein Gott? Nein. So nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort auf der Weid unter Dornen verloren, liegt Kühnechelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja,
Der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht vonnöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kenon halten und dich sicher zurückbringen. Na, Chapeau, ey. Wenn der... Ich weiß nicht. Ich würde dem sogar zutrauen, dass er zu den Ältesten gehört. Aber hey. Gut. Schauen wir mal. Ja, hier geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Für jetzt ist erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt's von Montag bis Freitag um 14, 16 und 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.